Crazy. Okay, ich mach Start, gell? Hast du schon. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play New Super Mario Bros. U. Yay. Ah, genau. Wir wussten nicht mehr, was wir in dem letzten Part gesagt haben, ob wir die Starcoin irgendwie noch offscreen holen oder so. Aber jetzt habt ihr sie gesehen und ich würde sagen, wir schneiden den Rest des Levels raus, oder? Ja, genau. Bis gleich. So, jetzt geht's richtig los. Wir laufen... Wo müssen wir denn hin? Nach oben oder nach unten? Wir haben die Wasserwelt jetzt noch gar nicht gemacht. Dann müssen wir jetzt nach unten, oder? Da kommst du wieder bei der ersten Welt raus. Nö, hier kann ich doch... Oh. Fuck, ich will umdrehen. Uns fehlt ja noch die Wasserwelt, da hast du recht. Ja, das ist übrigens dann die dritte Welt, gell? Da haben wir uns vertan. Echt? Ja. Das ist die dritte Welt, wird auf der... Oh, das ist im Hauptmenü als dritte Fahne anerkannt. Okay, das ist jetzt doof. Ja, ist doch wohl egal. Wohl egal. War das episch? War das episch? Lol. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Oh, nimm den blauen Yoshi mit. Der ist für die Wasserwelt ganz cool. Echt? Ja, mit den Teilen kann man besser schwimmen. So, ich könnte jetzt hier die Röhre benutzen oder so. Ist mir jetzt gerade fast egal. Wäre Zeit, würde länger dauern. Wahrscheinlich. Minzmeer! Und ich finde doch, es hört sich alles irgendwie wie nicht Süßigkeiten, aber wie was zum Essen an. Wie hieß denn jetzt die vierte Welt in dem Fall? Was? Wie hieß denn jetzt die vierte Welt? Ja, also... Hab ich jetzt gar nicht mehr... Die hier? Ja, genau. Das ist die Eiswelt. Eiswürfelfeld. Nee, das war... Ach, ich habe keine Ahnung. Aber es geht dann um Eiswürfel und ja. Egal. Los geht's. Obwohl, ich glaube, das war das Level. Ich weiß es nicht. Minzmeer 1. Strand der tausend Fontänen. Achso, nee. In dem Fall doch Eiswürfel. Ja. Passt schon. Oh, meine Wiimote ist was leer. What the fuck? Da war niegelnagel neue Batterien. Tja, das ist die gerade mal. Das ist deine niegelnagel neuen Batterien. Bring. Alter, die Blasen. Die irritieren ganz leicht. Lass mir mal Yoshi. Guck, da kann man dann so. Hui. Stimmt, ne? Das ist ganz cool. Nein! Oh, egal. Nein! Toll. Da konnte ich nichts dafür. Ich wollte ja, ja extra nicht weiß, hin. Das war unglücklich halt. Toll, jetzt komm ich rein. Ich wundere mich eigentlich auch. Ich dachte, da kann man rein, aber. Dann halt nicht. Geht's da unten? Ich guck mal nochmal unten. Fand ich auch sehr verdächtig. Ich hätte da vielleicht was versteckt. Ja, du. Oh, eine Eiche. Dann bekommst du. Boah. Wie viel Glück kann man eigentlich haben? Nein, nein! Wie viel Pech kann man haben? Ja, wir haben die Starcoin ganz gut bekommen. Das Level gefällt mir. Also, auch der Hintergrund ist hübsch. Muss ich ja immer nur Miko sagen, das kann ich auch mal. und die Yoshis singen natürlich. Wunderschön. Wunderschönes Lied. In den Röhren hätte jetzt überall was drin sein können. Dumm. Ist dir das bewusst? Ach, okay. Bewusst, aber hier ist die Halbzeit, dann müsste es passen. Wir wiederholen uns. Ne, wir reden beides gleichzeitig. Ja, meine ich. Da unten. Da unten ist bestimmt was. Ja. Hab ich. Dann ist wo dann. Oh. Ich hab'n Yoshi. So, ich hab's für deiner gewesen. Ich vergesse immer, dass ich mit dem Steuerkreuz schwimmen muss. Immer wenn ich springe, dann... Wenn du es willst, kannst du es haben. Ja, ich will's haben. Wunderschön. Die Starcoins waren bisher sehr overworld lastig, also sind hier overworld, ich meine, sind hier so rumgehangen und nicht irgendwo unterirdisch. Brauchen wir den? Keine Ahnung. Soll ich mal einer mitnehmen? Ich glaube nämlich, hier ist bestimmt was. Willst du ihn mitnehmen? Du hast noch so eine Flugeiche.
Soll ich es mal hier probieren dann? Ja. Aber ich mach's, wenn... kommst du nochmal zurück? Wenn die Fontänen oben sind. Ah. Wunderbar. Und ich kann sogar mein Yoshi noch mitnehmen. Die voll. Alles Starcoins. Wir können praktisch das Ziel aufsuchen. Ja. Na du hier mit deinem Kack-Eichelteil. Ach so. Kann ich nicht so viel. Hab ich voll legal bekommen. Dank des Yoshis. Du hast auch mal eins gehabt. Ja, ich hatte für eine Eisblume. Genau. Aber ich hatte einen Yoshi, deshalb brachte mir das ziemlich wenig. Ja, ich finde das cool, die Doppelkombo immer. Wenn man beides kann. Ich habe das Gefühl, zu den Burgen kommt man immer recht schnell. Ja, aber zu den Castles dann. Genau, da sind dann immer noch einige Level dazwischen. Tropische Tiefen. Oh, ein unter da ist der Yoshi-Level? Fragezeichen? Ja. Ja, ein Unterwasserlevel. Ich dachte vielleicht ein Höhlenlevel, aber ja, in der Wasserwelt macht das recht wenig Sinn. Und da ist er Gold wert, der Yoshi. Kann er sogar die Fische essen? Schnack, schnack, schnack. Bist du mit dem Pinguin? Aber what the fuck, wo... Wenn hier überall... Hier könnten doch überall Starcoins sein, oder? Ja. Das finde ich dann wiederum gar nicht cool. Aber bist ja ein sehr ruhiges Wasserlevel. Ja, das verwundert mich. Die waren ja immer nicht ganz so chillig. Oh, okay, die erste. Okay, der war jetzt mies wegen dem Cheep Cheep. Aber ah, gut, das ist die erste. Was war das? Ich habe keine Ahnung. Oh, die fetten Teile, ja. Da unten gehen Strudel runter. Das sieht überall aus, als ob da was wäre. Ja. Und überall kommen immer so Münzen. Ich finde das gerade sehr strange hier. Strange. Oh, wie strange. La 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 la. Nein! Ach, ich hätte wirbeln sollen. Da danke, unten ist doch bestimmt was, oder? Ah, ne, hier. Hier unten. Das heißt, ich probier's. Nein, Yoshi, töte dich nicht! Das war's mit dem Yoshi. Und mit mir. Das ist nicht so schlimm. Oh. So, das ist bestimmt ein Stern, oder? Nö. Zwei. Ja. Wirklich. Was soll das bringen? Das sind, bist du gestorben und ich hab... Oh, da wäre... Meinst du, da hinten wäre... Hinter so einem Viech eine Starcoin gewesen? Das könnte man machen. Ja. Aber das ist ja schon extra. Da waren wir jetzt aber schon, oder? Das ist die nächste. Das ist die nächste, glaube ich. Ja. Okay. War das nur ein Verarscheraum? Aber nicht, dass es da nach rechts noch weitergegangen wäre. Und dass hier schon das Ende ist. Ah. Da hätten wir schnell genug sein müssen. Ja, das ist aber auch fies. Was machst du? Der Typ hätte mich gekillt. Ich konnte dann nicht weg. Ich müsste runter. Blase? Nö. Okay. Frau Noobst. Was? Wie der Typ dich anguckt, ey. Ein Mario. Nein. Okay, nie. So, ich hoffe, dass wir jetzt noch eine Starcoin finden. Dann müssen wir uns nicht viel Gedanken machen. Oder was sein könnte, weil das war ja jetzt recht klar ersichtlich, dass höchstwahrscheinlich da was ist. La, 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 la. Nein! Agrofische. Fuck. Den habe ich jetzt gerade irgendwie verfeilt. Ich hasse dieses Scheiß.
blauen Fische. Lila. Dürfte er, oder? Keine Ahnung. Ja, soll ich da rein? Ja, geh rein, wir haben ja keine andere Wahl. Das war's wohl mit der dritten Starcoin. That's right. Los? Oh, du sogar mit Dreisprung. Yeah. Ba, ba, nice, ba, nice. Ba, ba, ba. Jetzt müssen wir wieder hier in jedem Level wohl hier die Starcoins suchen. Ja, schneiden. Wir finden sie eh nicht. Eine wissen wir, aber wir wissen dann die andere nicht. Und ich habe echt gar keine Ahnung. Dann würde ich sagen, wir schneiden, oder? Ja. Bis gleich. So. Wir haben die Starcoin gefunden. Ja, ich hab's sogar, Warum? Was? Wieso wirfst du mich zurück? Weil du vor mir standest. Ich hab's, glaub, sogar angemerkt, dass da was sein könnte. Aber wir haben nicht nachgeguckt. Das war ein Fehler. Definitiv ein Fehler. Ein Fehler. Ein Fehler. Ja, Nico, ein Fehler. Ja, genau. Es ist nicht ganz so fies, wie ich ja erstmal vermutete, dass man da irgendwo sich runtertreiben lassen muss. Und die, wo wir da schon mit dem Stern vermutet haben, das ist übrigens die dritte und ich sollte ein bisschen... Mann! ...besser spielen. Das wäre ganz cool. Ah, hier muss man immer so sack. Renormisch aufpassen. Fuck, Alter! Gut, die Halbzeit. Nico stoppt hier die ganze Zeit. Schön. Also nicht schön. Concentration. Oh. Oh. Mann. Oh. Genau, die Münzen zeigen einem hier nämlich den Weg. Ja, komm. Geh rein da. Dann erscheinen hier Münzen. Und auch die Starcoin. So, hier müssen wir dann gleich schnell genug sein. Hier ist nämlich gleich schon die Stelle dann auch mit dem Stern. Ja. Den müssen wir dann, glaube ich, sogar irgendwie verlängern. So. Da oben ist es glaube gleich so ein fragezeichen Block, da müssen wir den, genau den, rechts oben, den sollten wir betätigen. Betätige ihn! Genau, dann in die Röhre. Hopp! Wunderbar, ich glaube dann haben wir es schon. Ja. Selbst wenn wir jetzt keinen Stern hätten, wärst du groß. Wow. Und wir könnten. Ja, ich hab noch mal abbekommen. Durch den Stern. Da ist bestimmt was drin. Wunderschön. Ach gut, das sind wir noch gekillt. Ja, aber nur den, sonst sterbe ich hier die ganze Zeit. Nein! Verpiss dich! Du Scheißfisch! Hau ab, Mann! Ich bleib jetzt einfach hier. Der Fisch hat mich voll anvisiert. Ja. Du bist nicht im Ziel. Ja. Alter, hier sind überall Fliegen. Die fliegen durch die Gegend. Haha. So. Voila, Pause. Im Minzmeer. Minz. Minzig.
Ja, hoffentlich schaffen die sich mal ein bisschen besser. Mühenzähne. Boah. Ich habe nur schlechtes. Ich habe zwei. Ich habe bisher nur drei schlechte oder so. Ich habe drei gute. Oh, aber, Mann. Ich habe gutes. Ich habe bisher nur gute. Ich habe beides. Aber mehr böse, viel mehr böse. Jetzt habe ich ein gutes. Ich habe wirklich nur gute eingesammelt. Ich glaube fünf Stück oder so. Wenn nicht mehr. Ah. Ja, meine Ups haben es noch gerissen. Ja, da wärst du jetzt besser ohne mich dran gewesen. Ich finde, wenn man so Bowser-Gesichter einsammelt, sollte man Ups abgezogen bekommen. Oh, Dilemma im Turm der Dornensäulen, so heißen die eigentlich. Aber nur bei dem, der sie einsammelt natürlich, gell? Ah, so. Dübi, dübi, dübi. Weh, da war nicht Starcoin, ich hasse so Vorbäume. Ja, gell, die sind irgendwie so unnötig, aber trotzdem... Sie sind insgesamt halt böse, man weiß nie, was auf einen wartet. Außer mal gucken. Warte. Oh mein Gott. Kommen wir noch mit? Mit! Runter! It's very strange, was ist das? Oh, hier? Stimmt. Ja, wir können ja ewig hier die Luft anhalten. Großen Respekt da mal an Mario. Ja. Guckst du vielleicht auch mal noch hier? Oh Gott, was die für eine Lunge haben, ey. Ja, ich hoffe, dass bei denen da nichts drin ist. Ah, da ist was. Alter. Stimmt, dann kannte ich mich nochmal. A social. What? Guckst du mal auf der anderen Seite? Ja. Okay. Aber hier ist ein Schild. Wir müssen da oben dann bei dem... Warte, nee. Warte mal auf den. Ich glaube, ich muss da von unten rein. Das könnte doch sein, oder? Ich glaube, ich muss von oben rein. Drum ist ein Schild, genau. Wer ist denn los? Ja, von oben hätte man fast auch reinkommen. Also, fast! Es sah von unten so aus, okay. Aber was bringt uns das Teil jetzt? Das weiß ich nicht. Ach, da ist aber irgendwas. So, sah zumindest so aus. Ja. Ein Münzring. Ah. Oh. Hopp. Die acht roten Münzen, ja, okay, das ist ganz cool. Ja. Hier ist eine... Ganz gut versteckt gewesen. Münzenorgasmusröhre. Irre! Also die gefakten Wiimotes, ey, das sind wirklich so kleine Vibratoren. Die sind zumindest cool. Hören sie sich so an. Nein! Ja. Lass das mal hören, ey. Oh fuck. Ich glaube, da unten wäre was gewesen, oder? Glaubst du nicht? Hm, könnte sein, ne? Durchaus. Okay, du kannst ja viel hoch. Alter. Oh. What the? Wo jetzt rein? Warte. Was brauchen wir das? Was brauchen wir den P-Switch? Ich mach mal kurz die Halbzeitflagge. Komm, mach einfach mal. Ich glaube, brauchen tun wir den gar nicht. Oh, gut. Gut, wir haben einen Applaus bekommen. Ja, natürlich. Unglaublich. Ich will schon den Applaus haben. Guck mal da noch rechts. Hast du da schon geguckt? Nee, aber wenn du mich hier einklemmst, dann wird das auch nichts. Ansprüche stellen. Ah. Oh, da ist sie. Oh, Münzen. Oh. Oh, Nico. Vibriert deiner nicht gar nicht? Doch schon, aber ich bin halt nicht so noob wie du. Hä? Drum vibriert sie nicht so. Was laberst du? Ich konnte da nur nicht... runter, weil du da, weil ich und dich, ja, du hast mir den Weg versperrt. Ja. Oh, nicht rein. Da muss doch irgendwo ein Item für mich sein. Sollte zumindest.
Nirgends? Gehen wir noch mit nach unten. Ja, tatsächlich scheint. Haha. Scheint nichts zu geben. Finde ich jetzt aber fies. Tja. Die sind gemein. Ja, Carmack denkt wieder, er muss seine Show abziehen. Langweilig. Was kann er denn? Nichts, wie immer. Alter, wie ich mich einfach immer von dem einmal treffen lasse. Was? Lol. Geht's aufs Maul. Und jetzt Special Move. Ja, der ist eh lame, also. Der ist richtig lame. Badum. Wer hat denn das erobert? Rupert. Dann würde ich sagen, wir beenden den Part. Und im nächsten Part werden wir ein Geisterschiff oder sowas sehen. Sieht zumindest auf der Karte so aus. Ja. Bis dann, Leute. Es wird spannend. Nee, es wird nicht spannend. Es bleibt spannend. Ciao. Ciao.